Das war auch mein, ja okay, nicht erstes Spiel, aber das war noch so das eins der Spiele, was ich wirklich auf der PlayStation 2 gesucht habe. Genauso wie, weiß nicht, unterschieden, Juiced, ist auch ein, gibt's auch einen zweiten Teil von, auch so ein Tuning-Rennspiel. Der zweite Teil soll aber nicht so gut sein wie der erste, habe ich gehört. Ich habe es noch nicht getestet, weil ja, so toll fand ich damals den ersten Teil nicht, auch von der Grafik her, pipapo. Aber wie gesagt, da war ich noch klein, hatte irgendwie, ja, ich kann mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern. Ja, und ich habe es leider verkauft, was ich bereue. Also ich verkaufe jetzt nie wieder irgendwelche Spiele, weil irgendwann kann man sie immer noch mal spielen. Ich sammle die so ein bisschen. Auch von der PlayStation, die ich auch nicht verkaufe, auch wenn ich sie nicht zocke. Ich verkaufe die nicht. So, hier könnte ich den Helfer wieder einstellen. Genauso wie die Spiele. Die liegen jetzt einfach im Schrank. Wird vielleicht ein bisschen zu, aber man könnte ja mal immer noch ein bisschen zocken. Meiner Freundin habe ich jetzt Need for Speed Underground 2 ausgeliehen. Sie zockt zwar nicht gerne, aber sie steht total auf Rennspiele. Ja, und seitdem sie mit mir zusammen ist, ja, zockt sie halt ein bisschen mehr. Hier wieder ein bisschen abladen. Naja, nach 100 Schaden ungefähr sieht das nicht aus. Ne? Aber werden ja eh nicht alle angezeigt. Wäre ja auch ein bisschen voll hier dann. So, 71% können wir mal wieder abtanken, abkippen in die Venus. Damit wir dann rückwärts ein bisschen was gefunden haben. So, wir haben schon wieder 83 Euro Schulden. Das ist die Seemaschine und das Gewicht, was wir in der letzten Folge, glaube ich, zum Schluss noch zurückgesetzt haben. Ne, nach vorletzten müsste es jetzt mittlerweile sein, ne? Ja. Wir haben jetzt im Kornspeicher 32.000. Ist schon ordentlich, aber nicht wirklich viel. Wenn man jetzt größere Maschinen hat und mehr Felder, dann kann man schon an die 100.000 bis Millionen rangehen. Also das hier ist noch viel Platz. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob wir Drescher fahren, aber nee. Wir tanken die lieber ab und kümmern uns um die Schafe noch ein bisschen. Wiebel hat. Wiebel ist jetzt eigentlich auf der Wollpalette. 1%, das ist ja nicht viel. Bei 110 Schafen. Naja, wenn wir das Welttier fertig haben, dann spuren wir die Zeit ein bisschen vor und dann läuft das auch. Wenn wir jetzt mal hier bis 8 Uhr vorspulen, dann passt das. Und
Kurs haben wir schon 3%. Wir könnten da vorne noch mal da ein bisschen Gras ernten. Anmachen, was eigentlich eben bringt, aber wenn man das da anhat. So. Ja, wir haben auch ein bisschen Gras für die Schafe. Mit der Futtertrog wirklich komplett voll ist. Weil dann braucht man, wenn man mal wirklich keine Zeit hat, braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass die irgendwie zu wenig haben. Weil das reicht dann immer für 6 Tage, also für 6 Spieltage, und ja, das reicht locker dann. Da kann man wirklich komplett einmal alle Felder abernten, ohne dass man sich um die Schafe kümmern muss. Theoretisch. Wenn man im Multiplayer mit vernünftig, also mit 16 Spielern oder so spielt, kann man auch so würde ich das zum Beispiel machen, würde ich einen abstellen, der sich wirklich komplett nur um alle Tiere kümmert. Einen, der sich um die BGA kümmert, also verdichten, pipapo und dann verkaufen. Und dann halt je nachdem, was man noch so machen muss, Häcksler fahren, würde ich dann 2 machen, wenn man mit 16 Spielern spielt. Also 2 Häcksler und der Rest dann ein paar Abfahrer und weiß nicht, 2, 3 oder so, die man dann zum Probern wieder nimmt und zum Ansehen. Also ich würde das so ein bisschen aufteilen, und klar kannst du dann irgendwann nochmal wechseln, wenn du sagst, so immer diese gleiche Arbeit, dann sagst du, ihr tauscht doch mit dem, der für die Tiere verantwortlich ist, tauscht mit dem Häckslerfahrer oder so. Dann kannst du ja immer mal durchtauschen, aber dass du halt immer so eine feste Position hast. Also so würde ich das im Multiplayer auf jeden Fall machen. Wenn man genug Spiele hat natürlich. Wenn du nur mit 2 spielst, dann kannst du nicht sagen, hier einer kümmert sich um die Tiere und einer um die BGR. Dann hast du keine mehr, die irgendwas dafür machen. Also man muss das immer so ein bisschen. Die haben noch nicht fallen. Scheiße. Egal, bleibt jetzt erstmal so. So, Mähdrescher ist schon wieder voll. Der hat ja auch einen Korntank von 1.500 oder so. Also ist nicht wirklich viel. Den großen, den wir uns dann später holen, der hat 12.330 oder so Liter Korntankvolumen. Ich bin ein bisschen müde, bin gerade erst vor einer Stunde oder so aufgestanden und gestern wirklich schön gesuchtet. So, mal gucken, wann jetzt der nächste Auftrag kommt. Der müsste jetzt eigentlich auch gleich kommen. Den machen wir dann noch, also den nächsten Auftrag machen wir jetzt noch, und dann mache ich eine Aufnahmepause. Muss ich noch schneiden, rendern, pipapo. Das Rauschen entfernen von der Tonspur, weil. Oh nee. Zeitlimit 30 Minuten. Baseball. Akzeptieren wir mal. Ich glaube, für die Arbeit wollen wir uns, Moment, einfügen. Erstmal ein bisschen Geld. Traktoren. Mähwerke, wo sind sie? Ja. Holen wir uns.
wir uns das hier mal. Dann nehmen wir den Schlepper hier. Und dann fahren wir hier mit dahin. Wir könnten uns natürlich auch, wenn wir genug Geld haben, können wir da auch mit dem Drohne dahin fahren direkt. Mit diesem Selbstfahrgleis. Für den BTM. Der hat eine Arbeitsbreite von 30 Metern, aber kostet dafür auch. Also 350.000. Ja. Können wir dann später mal machen. Müssen wir noch ein paar Beziehungen machen. Das habe ich mir schon noch mal angeguckt. War zwar noch nie drauf, aber das finde ich ganz cool gemacht eigentlich. Auch wenn man eine halbe Stunde Zeit, ey, was ist los, Digga? Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an LSL, da beim Hof, diese Auffahrt. Also wenn man, oder was, nee, es war 11. 11 war das, ja. Wenn man dann unter, hier war dann sozusagen der Hof, wo das rote Haus steht. Das gibt so ein bisschen. Und es ist auch so hoch. Was ist das? Ein Sack. Keine richtigen Schlachten, sondern nur so. Ja, doch. Ja, okay, doch. Eigentlich sieht es aus wie asphaltierte Straßen, aber nicht die richtigen sozusagen aus wie bei der Planet Map zum Beispiel. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir hier reinkommen. Da. Nein! Oh, ist ein bisschen zugebuchert. So, ausfahren. Anschalten, senken. Und Feuer. Dafür kriegen wir jetzt 16.000. Wenn wir schnell genug sind, sogar noch mehr. Und wir sind schnell genug eigentlich. Einmal ein recht großes Mähwerk. Wir könnten das natürlich auch mit dem Profi-Hopper machen, das dauert dann ein bisschen länger. Und darauf hatte ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf, das mit dem Hopper zu machen. Müssten wir hier eigentlich auch noch aufsammeln, ne? Machen wir in der nächsten Folge. Oder wenn wir halt so einen Sammelwagen haben, dann kommen wir hier hin. Merken wir uns die Stelle. Und dann sammeln wir das Gas hier ein und werden wir das übernehmen. Weil so können die ja eh nicht spielen, theoretisch. Ich will eh keiner machen. Weil das gibt die Engine, glaube ich, her, dass wir so animierte Leute sind, dass sie spielen. Gehen wir ein bisschen ins Thank you.
recht groß, das Feld, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich dachte, oh, komm, 2 Minuten ist fertig. Nee, nicht wirklich. Wenn ihr coole Bilder habt oder irgendwie Thumbnails erstellen könnt, ladet die irgendwo hoch bei fileuploaded.net, file-uploaded.net zum Beispiel, und schickt mir den PN als Nachricht, den Link als Nachricht oder PN halt. Unten in die Kommentare, könnt das ja leider nicht posten. Ihr schickt mir den per PN, wenn's gut ist und zum Thema passt, was wir gerade in der Folge hatten und so. Ja, mache ich das wirklich als Thumbnail oder mal gucken. Ich werde euch dann, also wenn ich euer Foto verwende oder euer Bild, dann erwähne ich euch natürlich auch in der Beschreibung. Ich verlinke euren YouTube-Kanal, wenn ihr Bock habt. Und ja, also das ist wirklich so ein Community-Kanal hier sozusagen. Ja, wenn ihr geile Videos habt, ja, schickt mir die. Voraussetzung ist, gute Mikro, also wenn ihr mit Mikro, wenn ihr sprecht, eine relativ gute Mikroqualität. Muss es ganz gute Mikro sein, habe ich auch nicht. Aber halt, dass kein Rauschen drin ist oder sonstiges. Bildqualität Minimum 720p. Kann natürlich auch mehr sein, aber das ist halt Minimum. Und ja, wenn mir das, also ich werde mir die Videos, das Video dann angucken, auch das Video bei fileuploaded.net hochladen, halt irgendwie in den ZIP-Ordner packen oder sowas, Link schicken, ich werde mir das angucken, wenn es mir gefällt, dann lade ich es hoch. Auch mit Beschreibung, Pipapo, YouTube-Kanal, was ihr Bock habt. Also ihr müsst mir schreiben, was ich dann da reinschreiben soll in die Beschreibung. Dann kann ich euch so ein bisschen supporten, auch wenn ich selber noch nicht so bekannt bin. Aber lieber auf mehreren Kanälen werben, als nur auf einem, der nichts ist. Dann kann man lieber auf 2 machen, die nichts sind, sag ich jetzt mal ganz grob. Aber ich gebe euch halt die Möglichkeit, dass ihr das machen könnt. Jetzt haben wir knapp 30.000 oder mehr als 30.000 bekommen. Wir werden uns jetzt mal Schafe kaufen, bis wir 300 haben, und dann den Rest zahlen wir ein. So, hey, da haben wir 150, 140, 130, 120 noch, 110. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, ja, kein Geld. Gut, komplettes Geld in Schafe umgesetzt. Super. Schneider ausschalten, hier vom Hochfahren. Ja, dann bin ich noch eben zurück. Und da hat sich Facebook gerade gemeldet, das war super. Ab 32, 34, 37, 37. Ich werde es in 2 Teile splitten. Aber trotzdem, egal. Für euch mache ich das. Hat doch auch der Spaß irgendwie. Nur wenn man so ein bisschen quatscht. Also wie gesagt, wenn ihr Videos habt, die ihr postet, oder die ihr ja, Kanal habt, der den ich so ein bisschen bewerben soll, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mir das angucken. Wenn es gefällt, dann mache ich davon vielleicht ein kleines Vorstellungsvideo, wo ich euch dann vorstelle. Wenn es nicht gefällt, ich da halt mit der App mit abgelehnt oder wie auch immer. Weil es halt nur zu schlechte Qualität hat oder Pipapo.
werde ich dann auch finden in der Nachricht. Ja, ich würde sagen, das war's damit für heute. Wir sehen uns dann morgen oder in der nächsten Folge halt. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.